Willkommen bei diesem neuen Tutorial zu Fighead. Hier möchte ich wieder was machen, ein Objekt, was auch mit dem ESP32 mit Programmierung zu tun hat. Dazu möchte ich ein Keyboard konstruieren, und zwar ein Touch Keyboard. So, ich starte erst einmal das Fighead. Da nehmen wir die Version FreeCAD 0.21. Das ist die jetzt aktuell gültige Version. Okay, da haben wir FreeCAD auf. Die Startseite können wir erstmal zumachen. Wird eine neue Datei erstellt. Und da legen wir jetzt los. Und zwar, was ich generieren möchte, das ist eine Art Tastatur. Allerdings nicht mit Tasten, sondern mit einfach Kontaktflächen. Die Kontaktflächen, die werden mit Aluminiumfolie erzeugt, die ich hinterher dann auf dieses Objekt, was ich hier konstruiere, aufklebe, und dann wird das verlötet, und mit dem ESP kann man dann so eine Folien, so eine Tastatur mit Sensortasten erzeugen. Der ESP32 hat die Touch-Eingänge 0 bis 9, also für 10 Tasten haben wir Platz. Müssen wir gucken, was wir damit hinbekommen. So, neue Datei. Habe ich schon. So, dann legen wir los. Ich erzeuge erstmal einen neuen Körper, und da rein, da wird eine neue Zeichnung generiert. Das machen wir hier mit auf der XY-Ebene, und dann wird das erstmal, wird die Tastatur, die bekommt eine gewisse Größe. Das machen wir erstmal über ein normales Rechteck. Es wird zwar auch schön symmetrisch, aber ich möchte hier bei diesem Rechteck in der Mitte nicht eine Verbindung zu dem Rechteck haben. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, das heißt, ich habe die 3 hier, dann machen wir das hier symmetrisch. Das machen wir mit diesem Befehl hier, oder wir drücken die Taste S, und dann kriegt das hier gewisse Größen. Das habe ich mir schon ein bisschen vorbereitet, aber ich habe auch schon fast das Richtige konstruiert. Also 60 mm wird das in der Breite, und in der Höhe, da wird es 100 mm. Müssen wir gleich mal gucken. Ja doch, das wird schon hinkommen. Okay, und da werden jetzt, wir können das Teil hier erstmal aufpolstern. Und zwar mit der Funktion hier, das ist die Aufpolsterung. Und dann wird das einfach nur 1 mm dick. Weil das wird nur jetzt der erste Teil dieser Folientastatur, der besteht eben aus dieser Fläche, und da kommen jetzt entsprechende Tasten drauf. So, die Tasten, die zeichne ich, ich gehe einfach her, selektiere das hier, und dann haben wir hier, können wir jetzt die Tasten reinkonstruieren. Die Tasten, da ändere ich jetzt hier beim Rechteck das auf zentriertes Rechteck. Dann kann ich hier das Rechteck so aufziehen, und dann habe ich automatisch so ein symmetrisches Rechteck. Das hat aber immer hier in der Mitte so ein ziemlich unübersichtliches Brimborium hängen. Deswegen habe ich das bei dem großen Rechteck da nicht gemacht. Und das, diese Tasten, die kriegen auch eine gewisse Größe. Und zwar sind die einmal gleich groß, und die kriegen eine Größe hier von 15 mm. So, die erste, die können wir jetzt mal hier draufsetzen. Das heißt, ich selektiere den Punkt, die gerade, und drücke dann die Taste O, und dann hängt das da drauf. Ich hätte auch hier hinklicken können. Ich mache mal da oben noch die Tastenkommandos an. So, dann wird das jetzt, muss man sich überlegen, wie man das Ganze aufbaut. Wir haben ja jetzt hier 100, und ich zeichne mir jetzt hier schon mal Linien ein. 2 Stück machen wir erstmal.
Die werden beide blau. Das machen wir hier mit der Funktion. Und die kriegen jetzt erstmal hier einen Abstand. Ich denke mal, da machen wir mal 20 mm. Und das machen wir auch 20 mm. Da ist was Falsches gedrückt worden. Outer City wollte ich nicht starten. Eigentlich habe ich Steuerung A nicht gedrückt. Machen wir hier nochmal 20 mm. Also wir haben jetzt hier, ja, das kommt hin. Also den setzen wir jetzt noch hier auf diese Linie, auch mit O. Dann haben wir den schon mal da liegen. Und dann zeichnen wir jetzt hier noch weitere solche Rechtecke ein. Eins kommt dahin, eins dahin. Und dann können wir hier noch zwei reinzeichnen, drei. Und dahin. Und dann machen wir erstmal die alle hier. Und einer davon und einmal Taste E drücken. Dann sind die alle 15 mm. Und jetzt müssen wir uns hier noch überlegen, wie wir das hier verteilen. Also die Abstände, die sind gleich, oder wir machen diese Abstände hier. Machen wir es mal über die Abstände. Was haben wir da? Auch 20 mm natürlich, und dann wird das natürlich hier symmetrisch zu dieser Linie. Und da muss man jetzt sich überlegen, was muss hier rausgenommen werden. Diese Verknüpfung hier, und dann haben wir jetzt die schon definiert oder festgelegt. Dann haben wir hier den, da können wir jetzt einfach die beiden antippen und die Taste V für vertikal drücken. Das machen wir hier auch. Vertikal, und der wird natürlich noch hier drauf gesetzt, also Taste O. So, dann haben wir schon mal 6 Tasten. Also wie gesagt, ich habe 10 Tasten zur Verfügung. Da machen wir erstmal hier jetzt diese 9 Tasten. Und dann haben wir noch eine 10. über. Muss mal schauen, wie wir da zu Rande kommen. Okay, dann machen wir noch weitere Tasten hier rein. Die kommen natürlich jetzt hier drauf. Einer da, einer da, einer da. Und dann machen wir wieder die Gleichheit. Mit dem zum Beispiel Taste E. Dann die vertikal, die vertikal, und den setzen wir da drauf mit O. So, jetzt haben wir 9 Tasten, und wir können noch eine 10. Taste gebrauchen, und die setzen wir hier unten drunter. So, da brauche ich jetzt eigentlich nur hier das Maß zu machen. Das sind minus 20 mm. Die Größe. Und schon haben wir auch die Taste definiert. Also das wäre jetzt die Fernbedienung, die wir haben mit den 10 Tasten. Ob 10 Tasten wirklich reichen, bin ich noch nicht ganz sicher. Kann sein, dass man noch Tasten, dann mechanische Tasten, die kann man dann auch noch benutzen, beifügen muss. Aber das mache ich dann, wenn ich das Ding wirklich mal drucken sollte. Aber die Zeichnung ist soweit fertig. Das heißt, wir können das jetzt hier aufpolstern. Und zwar, da machen wir 0,6 mm. Wirklich ganz knapp darüber. Und
Das werden jetzt so, da wird Aluminiumfolie draufgeklebt und die wird dann hier, da kommen Löcher rein und dann wird das nach unten gelinkt und da wird dann das verlötet und mit dem ESP auch irgendwie verbunden. Jetzt sollen die aber schön werden, die Tasten nicht einfach nur so viereckige Tasten, sondern die sollen halt Symbole tragen. Und die Löcher und das, da kümmern wir uns später drum. Ich mache jetzt erstmal die Symbole und zwar, da kommt jetzt nochmal hier eine Aufpolsterung oben drauf und da fangen wir mit dem hier an, weil das hier, das wird das Steuerkreuz und da zeichnen wir hier jetzt auf diese Fläche ein Symbol und zwar, da gehen wir auf die Polygone und dann kann ich hier einfach einen Pfeil aufzeichnen. So zum Beispiel. So, jetzt muss der noch schön gemacht werden. Das war zu schnell. Jetzt muss der noch schön gemacht werden. Das heißt, das hier, das wird vertikal. Das hier, das ist symmetrisch. Also diese beiden werden symmetrisch dazu. So, da müssen wir uns das hier rauslöschen. Und die beiden hier, die werden entweder horizontal verbunden oder aber ich gehe her und mache diese beiden hier gleich. So, die beiden hier, die werden auch gleich. Und jetzt kann man diesen Pfeil so groß machen, dass der wirklich fast den ganzen Knopf abdeckt. So zum Beispiel. Und ich möchte den jetzt bemaßen, diesen Knopf. Das hat einen Grund. Und zwar, da machen wir hier mal eine blaue Linie rein. Eine hier. Und die haben wir, die Linie. Das heißt, diese Linie hier, die kriegt jetzt hier einen Abstand. Und zwar 40 mm. Was habe ich denn da gemacht? 400 wahrscheinlich getippt. Mm, irgendwas habe ich da getippt, jedenfalls nicht das Richtige. Jetzt haben wir die Linie 40 mm und dann können wir den da drauf setzen. Das ist das erste Maß und dann bemaßen wir das gesamte Maß hier. Dann machen wir mal 14 mm, 14 mm und dann haben wir das Maß hier. Das machen wir 7. So, dann haben wir das Maß. Das machen wir 3,6 mm. Und dann haben wir noch das Maß von 7 und dann ist das eingeschränkt. So, da haben wir jetzt den Pfeil da drauf. Und dieser Pfeil, das ist jetzt eine Aufpolsterung. Das heißt, da gehe ich einfach hier auf Aufpolsterung und mache da 0,3 oder machen wir ruhig 0,6 mm. So, da ist jetzt die Aufpolsterung drauf. Jetzt muss der Pfeil hier rum gespiegelt dahin und auch entsprechend gedreht hier auf diese. Wie macht man das? Das macht man mit einem polaren Muster. Das bietet sich hier geradezu an. Was wir dafür aber brauchen, ist hier genau in dieser, wir brauchen eine Linie hier drin, eine solche Achse und eine Bezugslinie wird das Ganze genannt. Das heißt, ich gehe hier, mache die Origins an und dann können wir jetzt diese Achse hier selektieren. Das können wir aber auch hier machen, und zwar das ist die Z-Achse. Da sind wir jetzt ganz sicher, dass die richtige selektiert ist. Und dann klickt man ja einmal hier auf diese Achse und dann
können wir das erstmal beenden. Ich mache erstmal die Origins hier wieder unsichtbar. So, da ist jetzt die Linie. Die ist natürlich nicht richtig. Die muss verschoben werden. Also ein Doppelklick auf die Linie. Und dann können wir jetzt die in der Y-Richtung verschieben. Und zwar um 20 mm. So, und dann liegt die da schön drin. Und das ist die Drehachse für dieses polare Muster. Das heißt, jetzt kann ich dieses Patch selektieren, hier auf diese Funktion gehen, polares Muster. Und dann wählt man hier einfach bei der Achse aus, nicht senkrecht zur Skizze, sondern Referenz auswählen, klickt diese Linie an und schon sehen wir, da ist die dahin kopiert, das ist schon mal toll. Und jetzt können wir einfach hier diese Anzahl hier auf 4 stellen und dann haben wir diese Pfeile auch auf die anderen Tasten rübergeholt. Okay, haben wir uns viel Arbeit erspart. 4 Tasten haben wir schon entsprechend erledigt und jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten bleiben übrig. So, die mittlere Taste, da wird einfach ein Kreis draufgelegt. Das heißt dann, ich mache jetzt erstmal diese Datum Line hier wieder unsichtbar. Einmal mit Space draufklicken, dann ist die weg. Und jetzt klicken wir das an und hier wird wieder eine Zeichnung gemacht. Und da zeichne ich direkt wieder so eine Linie ein. Die kriegt den Abstand hier von 20 mm. Ja, mein Mikrofon deckt mir ein bisschen die Tastatur ab. Muss beim nächsten Mal drauf achten. So, jetzt wechseln wir hier wieder auf die richtige Darstellung weiß. Das ist auch richtig ist und jetzt zeichnen wir hier auf die Linie einen Kreis und dann klicke ich den an, die an, drücke O oder klicke hier auf diese Funktion. Jetzt ist der schön auf dem Schnittpunkt von der Mittellinie und dieser Konstruktionslinie. So, jetzt kriegt er ein gewisses Maß, so zum Beispiel, und dann klicken wir hier auf den Durchmesser 13, machen wir mal 14 mm. So soll der aussehen und das wird auch einfach so ein Kreis. Dann können wir den schließen und dann wird das eine Aufpolsterung 0,6 mm und dann haben wir 5 Tasten schon beschriftet. So, jetzt diese Tasten hier, die werden für die Lautstärke leiser, lauter benutzt. Das heißt, hier mache ich jetzt eine neue Zeichnung hin. Und die, da machen wir uns auch direkt eine Mittellinie rein oder zwei in dem Falle. Das heißt, ich nehme blaue Linien. Einmal haben wir die hier. Einmal haben wir die hier. So, die hier kriegt einen Abstand von minus 20 mm. Irgendwas motzt ihn da an. Müssen wir mal schauen, was das ist. So, machen wir es lieber hier. Das Maß, das wären minus 20 mm. Und das Maß hier. Das werden dann die 40 mm. Dann haben wir da ein schönes Achsenkreuz. Und da wird jetzt so ein Lautsprechersymbol. Also, Lautsprechersymbol ist hier so ein Rechteck, dann hier so ein Trapez dran und dahinter ein Zeichen für entweder einen Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten oder ein Plus oder Minus. Das muss ich mir noch überlegen. Ich wähle jetzt hier erstmal wieder die normale Darstellung, dass ich wieder korrekte Linien konstruiere und ich zeichne jetzt einfach hier ein Rechteck ein. Das kann ich ruhig mit dieser Mittelaufziehen-Funktion machen und zwar so, da kommt das so hin und hier dran wird so ein Trapez gezeichnet. Das heißt, das machen wir mit einem Polygon so. So, und da wieder dran. So, und dann wird das erstmal hier symmetrisch da drauf. Das muss dann hier gelöscht werden. Und
Genauso wird das hier symmetrisch. Und dann muss hier auch das, ne, das war nicht der richtige, sonst mal anschauen. Der ist der richtige, der muss rausgelöscht werden. Randbedingung 13. Was ist das? Da liegt irgendwas auf der Linie. Löschen wir den mal raus. Jo, so scheint es zu funktionieren. Die Linie hier, die können wir blau machen. Und das ist jetzt der Lautsprecher. So, den möchte ich jetzt schon wieder korrekt bemaßen. Das heißt, ich bemaße erstmal hier den Abstand. Dann machen wir mal 4. Das Maß hier. 2,5. Das Maß. Machen wir 6. Okay. Das Maß. Da machen wir 14. Und da müssen wir jetzt nur noch das Maß hier bemaßen und das machen wir 5. So, das ist jetzt der Lautsprecher und da kommt jetzt noch das Symbol hier seitlich hin. Entweder ein Pfeil nach oben oder aber ein Pluszeichen. Machen wir mal das Pluszeichen. Sieht mir jetzt im Moment einfacher aus. Also ich mache jetzt hier wieder ein Polygon und dann zeichnen wir hier so ein Pluszeichen. Da enden wir. So, da haben wir das Pluszeichen. Da zeichnen wir wieder eine blaue Linie ein. Da soll das so ungefähr hin. Ziehen wir das hier so ein bisschen rüber. Und das kriegt hier jetzt einen Abstand von 3 mm. Okay, und dann noch das hier dazu. Symmetrisch. Das hier wird dazu symmetrisch. Dann haben wir die und die, die werden gleich. So, das wird vertikal. Der ist vertikal. Der wird vertikal. Der wird vertikal. Die beiden werden zueinander vertikal. Die beiden vertikal. Müssen wir mal gucken. Die werden horizontal verbunden. Der wird horizontal. Und dann werden die hier jeweils gleich. 1, 2, 3. Ach, das ist 1, 2, 3 und 4. Taste E. Und jetzt muss man sich überlegen, was wird noch gleich? Die werden gleich. Ja, so, das sieht doch ganz gut aus. Und das ist aber zu lang. Wenn man das wenigstens hier mit den 3 mm platziert. Das heißt, den muss ich jetzt hier so rüberschieben. Das geht aber nicht. Aber damit geht's. Wo habe ich denn die Länge da definiert? Also den Abstand hier habe ich. Irgendwo ist da ein Maß fixiert.
das mache ich erstmal weg hier. Die 3 mm erstmal weg. Ja, da ist was. Dann löschen wir einfach die Bedingung 56 mal hier raus. Jetzt muss das eigentlich wieder gehen. Jo. Bemaßen wir das nochmal hier. 3,2 mm. So, jetzt können wir die Maße hier festlegen. Das macht nur 2,25 mm. Und das Maß hier, das wird 1,3 mm und dann ist das eingeschränkt. So, dann haben wir das Symbol auch fertig. Das heißt, da machen wir eine Aufpolsterung. Auch 0,6 mm. Jetzt kommt das Symbol hier. Da würde ich vorschlagen, diese Zeichnung hier zu kopieren. Also selektieren, Steuerung C drücken. Dann hier das bei Sketch 004, diesen Pfeil hier zu klicken. Einmal hier die Patch 003. Zu deaktivieren auf OK, dann Steuerung V, noch die Zeichnung hier unten reingesetzt und dann nimmt man die und zieht die in den Körper rein und dann liegt die da drin. Und jetzt können wir die hier drauflegen mit dieser Funktion Sketch 005, einmal OK. Ebene Fläche ist korrekt und dann können wir die halt jetzt aufrufen. Und jetzt kann man Folgendes machen, dass ich hier das Maß einfach das hier nehme und verschiebe. Das heißt, ich lösche das raus und jetzt kann ich einfach hier den hier so rüberziehen. Bemaß das Maß. So machen wir das auch. So ist es an sich korrekt. Und dann machen wir hier das Maß. Das werden 20 mm. Dann haben wir da das Symbol auch. Wir müssen jetzt nur noch hier eine Änderung bei dem Symbol selbst machen. Das heißt, da gehen wir hin. Ich mache das jetzt auf die brutale Art. Ich mache die blau. Wir können mal hier gucken, dass wir, da sieht man es besser, dass das wirklich blau ist. Dann können wir das Maß hier oben hinsetzen. Und jetzt zeichne ich, mache ich das hier auch. Die werden da auch blau. Und dann zeichne ich da jetzt noch zwei weiße Linien ein. Und zwar einfach von da nach da. So, dass der jetzt hier motzt, ist völlig korrekt. Und zwar macht er das, weil das raus muss. Weil der ist an die Punkte gebunden. Das machen wir hier auch. Da muss ich das dann auch rausnehmen. Auch da die horizontale Beschränkung rausnehmen und jetzt haben wir einen Lautsprecher mit Minus. Wir machen eine Aufpolsterung 0,3 mm und dann haben wir da das Symbol mit dem Minuszeichen. Jetzt bleiben noch drei Tasten über. Eins ist so eine Zurückfunktion. Wenn man sich das anschaut bei so Geräten, dann wird da einfach häufig so ein Pfeil, aber nicht so als Pfeil, sondern wirklich nur hier so ein Dreieck vorne und dann mit dem Rechteck dran. Relativ einfach, das sollten wir hier auch nehmen. Also da machen wir die nächste Zeichnung drauf. Und dann machen wir da auch wieder eine blaue Linie rein. Die Mittellinie hier. Die kriegt hier den Abstand von 20 mm oder minus 20 und da zeichnen wir jetzt hier wieder umstellen, ein Polygon rein, so, 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 so und so. Das ist jetzt für den Rückschritt oder Backspace. Und
muss ich mir mal überlegen, das machen wir mal horizontal. Das hier wird symmetrisch hierzu. Dann muss hier das wieder weg. So, jetzt machen wir das Maß hier. Das werden 5,6 mm. Ja, das kann man so lassen. Und die hier, die werden vertikal zueinander. Und dann haben wir noch das Maß hier. Wie lang wird das Teil? 9. Und wie lang wird das hier? Da mache ich jetzt hier diese waagerechte Bemaßung rein. 3,5. So, jetzt müssen wir mal gucken, was fehlt noch? Es fehlt noch hier das Maß. 8. Okay, jetzt ist das eingeschränkt. Haben wir auch Datensymbol. Und das können wir jetzt auch aufpolstern mit 0,3. Und das hier, das hier ist so ein Enter-Knopf. Jetzt muss ich überlegen, welche Knöpfe ich da brauche. Den Enter, wir haben den Backspace und dann Puh, ich mache hier hinterher eine Doppelbelegung rein, dann komme ich mit den 10 Tasten auch hin. Und zwar brauchen wir eine Funktion, das ist auf der Tastatur, mit der ich das bediene. Das ist so ein Kodi Media Player, für den ich das hier mache. Da wird einmal die Tab-Taste benötigt und die kann ich da rein machen. Und dann brauche ich noch zwei Tasten eigentlich, und zwar einmal Taste C, einmal M. C für, ich weiß nicht, wie man das C bei denen übersetzt. Kommando, eventuell Command, da kann man dann zum Beispiel was auswählen, dass man eine Datei löscht und so weiter. Und dann gibt es noch Taste M, das ist dann für Menü, da kann man Untertitel ein- und ausschalten. Und ich denke, das mache ich mit einer Taste, indem ich die ein- oder zweimal drücke. Und das hier wird die Tab-Taste, mit der kann ich dann, wenn ich einen Film schaue, aufs Menü, auf den oder auf die Oberfläche umschalten und wieder zurück. So, die Tab-Taste, das ist so ein Pfeil mit so einem. Ah, nee, ich sehe gerade, wir haben was Wichtiges vergessen. Wir brauchen hier eine wichtige Taste, das ist die Play-Taste. Okay, fangen wir die an. Die sieht aus ein bisschen wie die Tab-Taste auf der Tastatur. Deswegen ist mir das auch gerade eingefallen. Also da kommt noch ein Symbol hin. Dann machen wir wieder eine blaue Linie. Und so, die kriegt wieder hier den Abstand. Das sind die 20 mm. 20 mm. Und dann wird hier jetzt einmal so ein Dreieck, müssen wir da rein haben, und ein Strich vorne dran. So, das möchte ich schon zusammenhängend haben, also nicht ganz so einfach. Das heißt, ich fange an mit einem Polygon. Das können wir eigentlich alles mit einem Polygon machen. Also wir, da kommt das Dreieck hin, dann geht der Punkt her, dann kommt da so ein Strich. Da kommt was nach unten. So, dann geht das bis dahin und dann geht das wieder dahin. So, das ist jetzt das Grundkonstrukt in Anführungszeichen. Und dann kann man das hier jetzt sich, also der ist schon mal horizontal. So, und dann können wir das hier schön symmetrisch machen. Nummer 1, Nummer 2 und dazu symmetrisch. Dann wird hier das rausgelöscht und dann ist das symmetrisch. Dann können wir das erst schon mal bemaßen. 13,5.
Okay, so, dann wird das hier schmaler. Die beiden hier, die werden symmetrisch. Dann kann man das jetzt so hier rüber rücken. So zum Beispiel. Und dann kann man die, die sind auch symmetrisch. So, der muss dann auch raus. Und dann kann man das hier jetzt entsprechend groß machen. So, dann machen wir das Maß hier. 14. Und dann machen wir das Maß hier. Das wird 6. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon alles eingeschränkt. Aber dieses Maß hier haben wir noch nicht. Und das ist, da machen wir 3. So haben wir jetzt noch was. Okay, der im Prinzip den Abstand können wir nehmen. Machen wir das 2,5. Okay. Und dann wird noch dieses Maß hier bemaßt und das würden 1,5 machen wir da mal. So ist der Knopf eingeschränkt. Wir machen eine Aufpolsterung 0,6 mm. Dann haben wir den Play-Knopf und hier unten wird dann noch ein Knopf. Da mache ich dann Dreifachbelegung, Tab-Taste, Menü 1, Menü 2. Da muss ich mir ein Symbol für überlegen. Ich denke, da machen wir einfach so einen Kreis mit so einem Kreuz drin. Ist einfach und wenn man weiß, was es ist, ist es in Ordnung. So, das wird auch, da brauchen wir auch wieder eine blaue Linie. Die geht hier so durch. Kriegt hier den Abstand. Abstand. Minus 20 mm. Irgendwie hat er den nicht mit angeklickt. Machen wir es nochmal. Jetzt aber minus 20 mm. Dann ziehen wir, zeichnen wir hier jetzt einfach einen Kreis rein. Der wird schön mittig. Das heißt, der wirkt noch hier drauf. Dass die beiden selektieren, Taste O drücken oder diese Funktion hier. So, dann kriegt der einen Durchmesser. Da machen wir ruhig 14. Also so das ungefähr das Maximum bei diesen Knöpfen. So, dann haben wir einen zweiten Kreis. Den zeichne ich da jetzt rein. So zum Beispiel, der kriegt auch ein Maß 9,5 und dann werden hier jetzt noch so Linien reingezeichnet. Einmal so. Okay, die muss natürlich raus. Und das machen wir mit der Funktion hier und da. Da gehen wir so her. So, die sind parallel. Taste P. Die sind auch parallel. Taste P. Das hier gibt einen Winkel von 45 Grad. Und das hier gibt auch einen Winkel. Ach, das war zu schnell gewesen. Nochmal Doppelklick. So. Das wird auch ein Winkel von 45 Grad. Und dann muss man sich jetzt überlegen, wie man das am besten zaubert. Ich würde sagen, da zeichne ich noch zwei blaue Linien ein. Einmal so, einmal so. Und die hier, die läuft da durch. Und die läuft auch
dadurch. So, die sind auch parallel. Und jetzt können wir hier symmetrisch. Und jetzt kann man sich überlegen, wie wir das zaubern, das Maß da 1,5, das Maß da auch 1,5 und okay, jetzt gehe ich einfach her, wähle diese Funktion hier und klicke das, was weg muss. Das heißt, da muss wirklich dieser kleine Teil da weg. Das muss weg, das weg, das weg und die beiden hier. Und dann werden noch diese Teile hier rausgelöscht. Und der. Ah, in der Mitte die auch. Und so. Und jetzt muss man sich überlegen, wie man das hier am besten managt. Also ich würde hier jetzt einen Kreis einzeichnen, der da durchgeht. Und so, der Kreis hier, der ist aber nicht auf dem Mittelpunkt. Das heißt, den müssen wir da drauflegen. Taste C drücken. Steuerung Z. Darauf Taste O drücken. Und jetzt liegen die auch hier drauf. Das kann man jetzt auch noch hier machen. Den Taste O. Den Taste O. Den Taste O. Und dann haben wir dadurch schon die Maße hier definiert. Und jetzt muss man eigentlich nur noch die gleich machen. Gucken, ob das geht. Ja. Parallel. Nee, das war falsch. Parallel. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Gucken wir mal. Den bemaßen wir jetzt einfach mal. 5 mm, alles ist zu groß. Ist das Maß 3,5 mm? Jo, das ist besser. So, der wird parallel dazu. Der wird auch parallel dazu. Und der. Nee, den müssen wir nicht mehr haben. Den hier aber noch. Parallel. Jetzt gucken wir mal. Die sind alle eingeschränkt. Was fehlt ihm hier noch? Ich denke mal hier die Gleichheit. Nee. Auch ist er eingeschränkt. Gut, gehen wir mal raus. Schauen uns die Zeichnung an. Die hat kein böses Symbol. Also können wir das jetzt aufpolstern, auch mit 0,6. Und okay. Wire is not closed. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Lass uns das mal anschauen. Da ist noch einer stehen geblieben.
das Maß hier, das müssen wir einmal bemaßen. Eins. 2,5. Da ist auch noch einer. Gucken, ob er jetzt zu ist. Aufpolsterung. Jo, das sieht gut. 0,6. Nee, wire is not closed. Okay, das ist nicht so der einfachste Fall. Gucken wir uns den noch mal genau an. Wo haben wir hier jetzt noch was, was nicht in Ordnung ist? Haben wir wahrscheinlich noch solche draußen stehen. Also, da hat man einen Kreis. Gucken, ob wir hier was feststellen. Da könnte was sein. Ich mache die jetzt mal alle blau hier. Ah, ach, wir haben es schon gefunden. Okay. Der wird da drauf gesetzt. Und das klappt nicht. Also wird der hier drauf mit O gesetzt. Irgendeiner stört ihn aber da. Löschen wir den einmal raus und zeichnen hier einfach einen neuen ein. Du bitte dahin. Taste E. Ne, das mag er nicht. Der Taste E. Jo, so. So wird es jetzt wahrscheinlich auch klappen. Gucken wir nochmal. Aufpolsterung. Der ist immer noch nicht closed. Da ist noch an anderen Stellen sind da noch. Also das ist wirklich so ein Symbol, was nicht so ganz easy ist. Das heißt, ich lösche das mal hier raus. Der kann da drauf. Da wird der aber rausgelöscht. So. Du da drauf. Da drauf.
Die werden verbunden. Okay. Da drauf. Taste O. Und fertig. Mal gucken. Aufpolsterung. Jo, und dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Okay, 0,6. Dann haben wir hier. Okay, damit ist die Platte fertig konstruiert. Da wird jetzt hier, da werden so insgesamt 10 solche Aluminiumfolien, Vierecke drauf geklebt und dann schön angedrückt. Und dann wird das zusammen in einen Deckel geklebt oder geschraubt, das weiß ich noch nicht. Und der hat dann auch hier so Ausschnitte, wo die eben dann das Aluminium hier komplett abdecken, dass man da wirklich nur das hier als silberne Flächen hat, auf die man drücken kann und möchte. Okay, jetzt machen wir erstmal Löcher hier noch rein. Das heißt, ich mache hier eine neue Zeichnung drauf. Und dann müssen wir hier einmal von der Taste, einmal von der Taste was nach unten leiten. Das heißt, ich mache hier zwei Löcher rein, da nur eins. Was war das dann für die? Das machen wir hier genauso. Und hier genauso. Da muss ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben. Und hier kommt noch ein Zehnter hin. So, dann diese Löcher, die werden erstmal alle gleich groß. Das heißt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man die selektiert, dass man nicht daneben klickt. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Und du auch. Taste E für Equal. Jetzt sind die alle gleich groß. Dann kriegen die ein gewisses Maß. Und zwar 3 mm. Die hier, die werden. Da machen wir eine Linie rein. Eine blaue Linie. Einmal hier so durch. Die kriegt hier den Abstand. Den muss man sich jetzt überlegen. Wahrscheinlich nicht die 20 mm, sondern was anderes. 10. Okay, und dann werden die jetzt einfach hier draufgesetzt. Taste O. 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 Hier auch O. Und da nochmal O. Und die, dann machen wir hier jetzt noch die Linien rein. Das brauchen wir nicht. Da machen wir die Linie auch rein. Und dann kriegen die jetzt hier entsprechende Abstände. Das sind die 20 mm. Das hier die 20 mm. Na, wo bist du? Da 20 mm. Und hier nach unten, das wären die minus 20 mm. Okay, und dann wären die hier symmetrisch. Da muss man hier wieder die vertikale Verknüpfung rauslöschen. Die ist jetzt gar nicht so einfach zu finden. Ach, die liegen da drauf. Alles klar. Wir brauchen hier nur jeweils von einem von denen jeweils den rauszulöschen und jetzt können wir hier sagen, okay, ihr seid
symmetrisch. Ihr beiden dazu, symmetrisch. Ihr beiden dazu, symmetrisch. Den setzen wir da drauf. Und das machen wir mit denen hier auch. Die setzen wir da drauf. So, da kommt jetzt die zweite blaue Linie rein. Die zweite senkrechte blaue Linie. Die kriegt jetzt hier auch den Abstand von 10. Und da brauchen wir jetzt nur noch den da, Taste O, den da, Taste O, na, das hat nicht hingehauen, den da, Taste O, die Tangente schmeiße ich mal raus und du bitte auch Taste O. Ich glaube, der hat nicht geklappt hier. Doch, der muss eigentlich geklappt haben. Nee, der ist damit nicht verbunden. Taste O. Jetzt aber. So, die sind schon mal grün. Der ist grün. Die sind noch nicht grün, weil das sind die Abstände hier noch nicht definiert. Das heißt, da können wir einfach hier jetzt ein Maß reinsetzen. 10. Maß auch 10. Und da machen wir das Maß auch 10. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und da das 10. Loch. Und die werden hinterher, da werden die Aluminium-Vierecke, werden dort, die werden so ein bisschen hier noch so eine Aussparung haben, dann wird das da durch, unten durchgezogen und da werden Drähte angelötet. So, das heißt, das wären jetzt einfach Löcher hier drin. Machen wir damit und dann haben wir die Löcher drin, für wo die angelötet werden. So, jetzt kommt noch das Teil, was hier drüber gestülpt wird. Das wird genauso groß. Da können wir jetzt hier noch weitere Löcher reinmachen. Die kann ich eigentlich mit hier in dieselbe Zeichnung packen. Und zwar, ich möchte in den Ecken jeweils 4 Löcher haben. Hier, so, die werden erstmal symmetrisch, dann die beiden hier, die sind dazu symmetrisch, die beiden sind dazu auch symmetrisch und jetzt muss man sich nur noch die Maße überlegen, also das Maß hier, da machen wir mal 55 mm. Ne, das muss größer werden. Ich will die ja in den Ecken haben. 57 oder 58. Machen wir mal 58 statt den 60. Und das hier, da machen wir 98. So, die Löcher, die werden gleich groß. Taste E. Jetzt kann man die sich hier so setzen und entsprechend bemaßen. Was für ein Maß nehmen wir da? 1,4 mm. Okay, können wir schließen. Dann haben wir
hier jetzt auch noch mal ein Pad von. Das habe ich irgendwie rausgelöscht. Und jetzt habe ich hier auch außen so Löcher drin, wo dann in das Teil, was da gedruckt wird, dann so Stege drin sind, die da reingedrückt und festgeklebt werden können. Okay, das, was jetzt konstruiert wird, das gibt ein neues Objekt. Das heißt, wir machen einen neuen Körper. Und der muss hier so drauf liegen. Also machen wir hier die XY-Plane, darauf eine Datum-Plane. Und die muss jetzt einfach um, ich denke mal, dass es 1 mm ist, das werden wir jetzt sehen. Also in Z-Richtung 1 mm, jo, und da sieht man genau, das ist es, muss das verschoben werden. Die können wir unsichtbar machen, die Datum Plane. Und da kann man jetzt erst einmal die aus dieser Zeichnung hier die allererste Zeichnung nehmen. Steuerung C. Hier das den Haken wegmachen und Steuerung V drücken und den Sketch, den packe ich jetzt hier in den Körper. So, den Körper, den machen wir jetzt erstmal unsichtbar und das gibt einen neuen Körper. Der wird aber auf die Datum Plane gesetzt, das heißt Datum Plane selektieren, hier Sketch Nummer 10. Okay, und dann können wir diesen Sketch aufpolstern. Und wie groß wird der? Ich sage jetzt einfach mal auch 1 mm. Und jetzt kommt eine Heidenarbeit. Und zwar, ich muss jetzt die ganzen Symbole, die ich da gemacht habe, mir rüberholen und darum etwas größere Symbole als Löcher hier reinfräsen lassen. Gut, dann machen wir den erstmal wieder sichtbar. Da sieht man jetzt die Symbole hier. Und dann können wir jetzt hier hergehen in den neuen Körper. Wir gehen erstmal in den alten Körper und wir haben hier einen Sketch. Das ist natürlich nicht der richtige. Das wird dann der hier sein. Das sind die Tasten, die brauchen wir auch nicht. Aber wir haben hier das Polar Pattern. Da ist er. Den will ich haben. Das heißt, ich kopiere mir diese Zeichnung und wir machen das genauso, wie wir es gerade auch hatten. Dann einmal Steuerung V. Dann wird dieser Sketch jetzt hier in den Körper reingezogen und hier auf diese Fläche gesetzt. Das machen wir mit der Funktion hier. Sketch ist Nummer 11. Und schauen wir uns das an. Da ist das Teil. Und da empfehle ich jetzt einfach Folgendes. Ich mache alles hier von diesem Pfeil blau. So, da haben wir noch was vergessen. Den Teil, der muss auch blau werden. So, können wir mal gerade schauen, ist der jetzt blau? Jetzt ist er blau. So, die sind blau. Das kann man hier immer noch ein bisschen schauen, dass man das hier ein bisschen verschiebt. Aber das wird schon passen. So, jetzt zeichnen wir hier drum einfach ein Polygon. So zum Beispiel.
jetzt machen wir hier die Magie in Anführungszeichen. Einmal setzen wir hier, machen wir Parallelen daraus. Das ist parallel. Die sind sowieso korrekt. Die sind auch korrekt. So, jetzt brauchen wir nur noch die Maße zu definieren. Und zwar das Maß hier. Und da machen wir jetzt 0,2 zum Beispiel. So, dann haben wir das Maß hier. Dann machen wir auch 0,2 mm. So, die beiden Punkte hier, die werden horizontal verbunden. Und das Maß hier, das werden auch die 0,2 mm. Das Maß da, die 0,2 mm. Und das Maß da, das werden auch die 0,2 mm. Damit ist der Umriss eingeschränkt. So, diesen Sketch kann ich jetzt hier anzeigen lassen und mache da jetzt ein Loch rein mit der Tasche. Und da machen wir jetzt genau dasselbe, was wir vorhin auch gemacht haben, mit dem polaren Muster. Das heißt, wiederum hier die Origins aktivieren, die Mittellinie selektieren. Muss man wirklich darauf achten, haben wir es richtig oder nicht. So ist es selektiert. Wir können es aber auch hier machen. Die Z-Achse, ja, ist besser, wenn man es hier macht. So, dann brauchen wir es gar nicht anzuzeigen. Z-Achse, das wird wiederum so eine Kopie und dann wird die verschoben in Y-Richtung um 20 mm. Und dann machen wir hier von der Pocket, die können wir unsichtbar machen, von der Pocket wieder ein polares Muster. Und das wird Referenz auswählen. Das war nicht gut. Die muss sichtbar bleiben. Also nochmal polares Muster. Referenz auswählen, du bitte und hier auf 4 gehen. Und okay. Und dann haben wir die Löcher da drinnen. Und man kann jetzt den hier wieder aktivieren. Und dann sieht man da, da haben wir jetzt darum die Löcher gemacht. Ich will jetzt die anderen gar nicht weitermachen, weil das braucht Ewigkeiten. Ich will euch nur zeigen, wie sowas funktioniert und damit ihr sowas eben auch selber konstruieren könnt. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!